Ich würde gerne ein Lied mit euch, mit Ihnen singen, das auf einen Text zurückgeht aus dem Epheserbrief, Epheser 3, wo Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor Gott, dem Vater. Und das könnt ihr ganz schnell mitsingen. Und wenn einer auf eine andere Melodie kommt dabei, das ist auch okay. Solange das in den Duren bleibt. Wir üben mal eben dieses hier. Ich beuge meine Knie. Zusammen. Ich beuge meine Knie. Vielleicht noch einmal. Ich beuge meine Knie. Und die Strophe ist auch leicht. Kannst mal eins weitermachen. Vor dir, Gott, meinem Vater, von dir kommt alle Schönheit. Herr, ich bete dich an. Im Epheserbrief, da sagt Paulus, ich beuge meine Knie vor Gott, dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was im Himmel und auf Erden ist. Alle Vaterschaft, die wir in dieser Welt eigentlich erleben sollen, kommt von Gott. Und wir haben Vaterschaft zum Teil auch zerbrochen erlebt, weil wir in einer zerbrochenen Welt leben. Aber Jesus ist in diese Welt gekommen, hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und so können wir unsere Knie beugen vor ihm und er ist hier heute Morgen und will uns begegnen. Ich beuge meine Knie. Gott, meinem Vater, von dir kommt alle Schönheit, Herr, ich bete dich an. Die Bergpredigt Jesu, das Grundsatzprogramm der Jünger des Herrn Jesus Christus. Da ist unser Text heute aus. Ein paar Grundsätze zum Verständnis des Textes. Die Bergpredigt ist an Jünger Jesu gerichtet. Dort in Galiläa, nicht weit vom See Genezareth, kam Jesus mit seinen Leuten zusammen und seine Jünger traten zu ihm und er lehrte sie, die Jünger, die er vorher berufen hatte, persönlich in seine Nachfolge, in seine Gemeinschaft und Nachfolge lebenslang in allen Bereichen ihres Lebens. Eine staunende Menge hört zu, aber die Bergpredigt ist an Jünger gerichtet. Bismarck hat ein sehr wahres Wort gesagt dazu, man kann mit der Bergpredigt keine Politik treiben. Man kann nicht aller Welt sagen, sie sollen ihre Feinde lieben, zum Beispiel. Eine schwierige Geschichte. Nun, das Schöne bei Jesus ist, er gibt uns immer auch die Voraussetzungen dazu. Es ist natürlich sehr schwer, auch für Jünger Jesu, die Bergpredigt umzusetzen, das zu leben. Jesus selbst hat das vorgemacht, aber man kann nicht aller Welt das abverlangen. Die Bergpredigt steckt voller Bilder aus dem damaligen Leben. Allein 48 Metaphern, dazu viele Sprichwörter. So einzelne Bildworte, Salz der Erde, Licht der Welt. Oder er sagt einmal, von dem Balken in des anderen Augen, den man so leicht sieht und da den Splitter in des anderen Augen, den man so leicht sieht und den Balken im eigenen sieht man nicht. Und Jesus sagt, reiß doch dein rechtes Auge aus, wenn es dich in Versuchung bringt. Mach radikal mit diesen Dingen. Schluss und lass dich verändern. Nun, diese Texte machen uns deutlich, dass es sehr wichtig ist, die Bergpredigt nicht wörtlich, sondern wirklich sinnbildlich zu verstehen, im Sinn des versteht. Jesus hat natürlich nicht gemeint, man soll das rechte Auge ausreißen, wenn es ein Einfallstor für die Versuchung ist. Man hätte ja auch noch immer das linke, was auch ein Einfallstor sein und bleiben könnte. Es ist wichtig, den Sinn zu verstehen, den tieferen Sinn hinter der Bergpredigt. Was wollen Sie erreichen, Sie persönlich und auch fürs Bringen? Also für Springen, einmal möchten wir gerne erreichen, dass die Christen verschiedener Couleur zusammenfinden. Die Gemeinde Jesu ist größer als eine Denomination. Und dass wir aus den Gräben herauskommen und uns als Schwestern und Brüder entdecken.
So, das ist ein großes Anliegen. Und dann wünschen wir uns geistliche Erneuerung, dass also Gott uns wirklich neu berührt. Das heißt, geistige Erneuerung, wie verstehen Sie das genau? Dass unser Glaube nicht nur ein theoretisches Wissen ist, sondern dass Jesus real in uns lebt durch seinen Geist. Hat es vielleicht was mit dem Herzen zu tun? Ja, sehr stark. Glaube von Kopf ins Herz ist ein Thema, was uns oft bewegt, wie der Glaube ins Herz kommt. Jesus sagt, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und darum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schau die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, soll er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Wir haben gedacht, wir wollen dem Mammon nicht dienen, was auch immer Jesus damit meinte. Hinter Geld steckt wirklich eine Macht. Und dann haben wir für die, die es wollten, wir waren als Mitarbeiter zusammen, da haben wir uns zusammen, konnte jeder, wer es wollte, sagen, ich sage mich los von diesem Mammon, was auch immer das ist, für eine Macht. Ich will dem Mammon nicht mehr dienen. Und dann sind sie so einen Schritt weiter gegangen, so über den Jordan praktisch. Und dann haben sie gesagt, und ich bekenne, dass Gott mein Versorger ist. Und das haben wir gemacht. Fast alle haben es gemacht. Einer davon war Fabrikant, der hat das gemacht. Einer ein Arzt, der hat das gemacht. Ein anderer Kraftfahrer, der hat das gemacht. Hausfrau. Und das war für uns ein ganz starkes Erlebnis. Wir haben das ausgesprochen, Gott ist mein Versorger. Wisst ihr, was als Begleiterscheinung da war? Ich glaube, etwa 3 Leute hatten danach erstmal finanzielle Verluste. Und das hat uns aber nicht so sehr geärgert, weil wir haben oft das erlebt, wenn wir sagen, wir stehen zu Gott, wir wollen ihm dienen, dieses Trachtet, dass dann eigentlich der Widersacher versucht, uns unsicher zu machen und irgendwo dazwischen haut. Oder dass Gott auch sagen will, ich möchte einfach mal ausprobieren, kommst du wirklich da über diesen Balken und über diese Brücke, und da ist ja diese Sicherheitsleine da. Ich möchte euch und Ihnen sehr Mut machen, an diesem Satz festzuhalten, Gott ist mein Versorger. Und das bedeutet dann auf der einen Seite vielleicht Sorgen abzugeben, dieses Sorgen, es könnte alles nicht reichen. Oder auf der anderen Seite konkrete Schritte zu tun, wo Gott sagt, hier musst du Verantwortung übernehmen dafür, dass du etwas für die Zukunft hast. Aber es ist Gott der Versorger, immer derjenige. Und dieses Gottesbild ist ein ganz, ganz wichtiges Bild. Heute ein ganz bestimmtes Thema. Um was ging's? Ja, um die Bergpredigt, um das Sorgen, die Sorgen des Lebens, des Alltags, der Arbeit, des Berufes, des Alltags. Und wie kann man das in den Griff kriegen? Was sagt die Bibel dazu? Nun, es gibt eben ein falsches und ein gutes Sorgen. Es gibt ein sich sehr Sorgen.
Jesus hat einiges gesagt, es ist unnütz, wenn man sich sein Leben in vielen Kilometern vorstellt. Dadurch, dass wir es selber versuchen, alles in die Hand zu nehmen, können wir nicht eine Elle 50 Zentimeter zusetzen. Jesus sagt, es gibt einen Gott, einen Vater im Himmel, der uns versorgen will, wenn wir in seinem Willen leben. Er will uns führen und durchhelfen. Wie kann man jetzt seinen Willen feststellen? Nun zum Beispiel, indem man in der Bibel in der Bergpredigt liest, da ging es ja heute darum auch, die größte Predigt aller Zeiten. Ein Hauptpunkt ist eben wieder dieses falsche, zermürbende sich Sorgen. Das kann man da lesen in der Bibel. Was meinen Sie, was ist heutzutage das größte Problem der Menschen? Ich glaube, das größte Problem ist einfach der Egoismus, dass jeder viel zu sehr nur auf sich selbst schaut, auf seine eigenen Interessen. Das ist eine große Torheit eigentlich letztlich, nur es auf sich selbst zu setzen. Es gibt da noch mehr, zum Beispiel auch den lebendigen Gott. Und das, was Jesus gesagt hat, ist sehr gut und weise, das einzubeziehen und das, die Statik seines Lebensfundamentes wirklich solide zu gründen. Nun haben wir diesen Text vor Augen, wir haben diese wunderschönen Blumen gesehen. Jetzt haben wir drei Fragen dazu. Wir machen das wie gestern. 10 Minuten Zeit. Und wir möchten Sie bitten, dass wir uns Gedanken machen zu diesen drei Fragen. Was könnte die Menschen bewegen, auch wirklich mal den Weg vom Kopf ins Herz zu tun? Also aus eigener Erfahrung, denke ich, es läuft fast nur über eigene Zerbrochenheit. Also da, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir nicht mehr alleine klarkommen und dann vor Gott hilflos da stehen und seine Gnade empfangen, Vergebung, da beginnt das eigentlich. Und warum meinen Sie denn, dass das über den Kopf nicht geht? Es wäre einfacher. Ja, es geht über den Kopf. Also der Kopf ist ja auch da, auch nötig. Aber alles, was entscheidende Auswirkungen hat in unserem Leben, geht über Emotionen, nicht nur übers Kopf, über den Kopf. Immer wenn ich tief ergriffen bin oder erschüttert, spielt dann noch unser ganzes Menschsein eine Rolle. Wenn wir uns vielleicht fragen, was hat das denn jetzt zu tun mit Gott, dem Vater, dann denkt daran, dass Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich glaube, dass alle Menschen irgendwie auf der Suche sind nach Glück. Als Jesus die Bergpredigt eröffnete, hat er von dem Glück gesprochen, von der Geborgenheit. Die Menschen damals suchten das und auch heute noch diese Sicherheit. Ja, es kommt, das große Problem ist, dass wir einfach von Gott abgekommen sind. Dass wir zu sehr denken in unserer Zeit und Gesellschaft. Wir können uns selbst den Himmel auf Erden schaffen und das Glück. Aber das ist einfach nicht möglich. Das Äußere macht uns nicht wirklich zufrieden. Wir brauchen Gott, wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Vergebung und seine Werte. Ansonsten gehen wir zugrunde, gehen wir kaputt.